Heute koche ich das Nationalgericht von Vanuatu, Chicken Lap Lap. Es besteht aus drei Sachen, Fleisch, Reis und Soße. Ich beginne mit der Soße. Da mache ich eine Marinade aus Öl, Salz und Pfeffer, Zitrone, am besten natürlich frische Zitrone, Kurkuma, Curry und Chili. Ich nehme heute kein Chili, weil in meiner Wohnung ein kleines Mädchen wohnt. Die Marinade wird schön miteinander verrührt, sodass das Fleisch dann gut 30 Minuten darin ziehen kann. Deckel drauf. In der Zwischenzeit bereite ich den Reis zu. Neben Reis brauche ich dafür Süßkartoffeln, Kokosmilch, Tomaten, Zwiebeln, Spinat und Hühnerbrühe. Für die Hühnerbrühe mache ich es mir leicht. Ich nehme gekochtes Wasser, einen Brühwürfel und lösliche Bouillon. Die Zwiebeln werden in kleine Würfelchen geschnitten. Und die Süßkartoffel geschält und gewürfelt. Falls Sie das in meinem Tempo nachmachen wollen, achten Sie gut auf Ihre Finger. Das Öl wird im Topf erhitzt und die Zwiebel darin angeschwitzt. Dann kommt der Reis hinzu. Immer schön umrühren, damit nichts anbrennt. Aber jedes Reiskorn soll im Öl angebraten werden. Dann kommt der Spinat hinzu. Ich habe Tiefkühlspinat genommen. Auch das geht wahrscheinlich am allerbesten frisch. Die Hühnerbrühe, die wir vorbereitet haben, kommt hinzu. Und die anderen Zutaten. Kokosmilch, in Vanuatu garantiert frisch aus der Kokosnuss. Tomaten, gern auch frisch. Ich habe stückige Tomaten gekauft, weil das so im Rezept stand. Salz hinzu. Immer schön umrühren, damit nichts anbrennt. Die Kartoffeln kommen als allerletztes hinzu. Und wenn alles gut durchgewärmt ist, braucht das bloß noch in Ruhe vor sich hin köcheln. Wir bereiten nun die Kokossoße zu. Dazu brauchen wir Kokosöl, Kokosmilch, Frühlingszwiebeln, Knoblauch und Ingwer. Ich beginne mit der Vorbereitung der Mehlschwitze. Dafür brauchen wir flüssige Kokosmilch. Da die meistens in der Dose fest ist, bohren Sie einfach ein Loch hinein und schon fließt die Milch. Etwas genügt, das wird gut mit dem Mehl verrührt und das können wir erstmal beiseite stellen. Ingwer habe ich heute nicht so viel benutzt, weil, wie gesagt, wir ein Kind im Haushalt haben. Wird schön klein gewürfelt. Der Knoblauch wird geputzt und dann wird im Topf das Kokosöl erhitzt. Darin werden dann Knoblauch und Ingwer angedünstet. Die restliche Kokosmilch und das angerührte Mehl gießen wir an. Das muss immer wieder gut gerührt werden, damit keine Klümpchen entstehen. Und Frühlingszwiebeln rein. Das Ganze köchelt jetzt langsam vor sich hin und wird sämig. Als letztes braten wir das Fleisch an. Öl in die Pfanne. So sieht unser lecker mariniertes Fleisch aus inzwischen. Das geht recht flott. Öl erhitzen, Fleisch von allen Seiten anbraten. Wenn ich dieses Gericht ein nächstes Mal zubereite, werde ich
das Fleisch in Scheiben schneiden. Und so sieht dann alles fertig aus. Der Reis mit dem Gemüse, die Soße und das Fleisch. Und unsere Familie sagt, es war furchtbar lecker. Bislama, die Sprache, die auf Vanuatu gesprochen wird, ist eine Mischung aus Englisch und Französisch. So sagen wir, enjoy your meal, bon appetit.